Aber das meine ich ja. Wen interessiert denn, was ein scheiß ein okayer Ausländer macht? Weißt du, was heute ist? Nee, Oktober. Ja, und was für einer? Ein schöner. Auch, ja. Aber so zahlentechnisch. Heute ist der 3. Oktober, das heißt, wir haben... Ja, Deutschland! So, nee, wie geht das? Ich wollte sagen Samstag, aber... Ach so. Was, Deutschland? Bist du jetzt ein Patriot? Oder? Ich bin jetzt ein Patriot, ja. Wir haben jetzt Samstag. Und das ist relevant, weil... Es ist Tag der Deutschen Einheit. Ja, okay, aber ich dachte, vielleicht ist das Samstag doch ja irgendwie ganz groß. Nee, gar nicht. Ich muss gerade auch einen Stift suchen. Ja, such mal einen. In der Zeit kann ich schon mal die Nachricht der Woche verkünden. Leute, ihr habt es alle mitbekommen, ja? Die ganzen Medien drehen durch, jeder berichtet darüber. Oh ja. Holy shit, alle wollen hin. MCMs Fantreffen auf dem Zwiebelmarkt. Yes! Am 9. Oktober um 20 Uhr vor der Post. 9. Oktober, was ist denn das für ein Wochentag? Na, Freitag? Keine Ahnung. Geil. MCM hat mich gebeten, das doch im Podcast mal zu sagen. Bitte, wenn ihr da hingeht, haltet Abstand. Nehmt eure Masken mit. Wir wollen das nicht zu einem Superspreader-Event machen. Ich frage mich eh, was das wird. Also ist schon beauftragt worden, jetzt hier Werbung zu machen für MCM sein Fantreffen. Das könnte ja auch negativ ausgelegt werden, wenn es wieder kommt zu irgendwelchen verfassungsfeindlichen Aufrufen. Ach du Scheiße. Dann heißt es hier, der Nostarafu und der Ranachil, die haben hier im Podcast aufgerufen zur Gewalt. Ja, diese unangenehm rechten Menschen. Ich distanziere mich von diesem Fantreffen. Ich sage zu allen Leuten, geht da bitte nicht hin. Außer ihr seid friedlich, macht keinen Ärger, seid keine rechtsradikalen Vollidioten und ihr haltet die Abstände ein von 1,50 und zu MCM 3 Meter. Was soll denn das jetzt? Weil die Stars geschützt werden müssen. Ach so, stimmt. Ich habe Angst um meinen Freund MCM. Ja, das stimmt. Der mich regelmäßig in irgendwelchen Stories markiert und ich gar nicht weiß, warum. Es gibt andere Stars, die wurden schlechter geschützt als MCM und die haben jetzt den Salat. Aber lass uns noch kurz... Lecker. Oh, ich bin Veganer. Aber glaubst du, meine Nippel. Hast du die Story gesehen mit deinem Skateboard, wo er mich drauf markiert hat? Denkt ihr, ich wäre Schmuddel-Sven oder was? Ich weiß was sollte nicht. Das? Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß es nicht. MCM hat einen Post gemacht über mein tolles Skateboard, was ich jetzt fahre. Genau. Das hing sonst dann mal da oben jetzt nicht mehr. Das ist sehr traurig. Und Tino wird wirklich bisweilen gerne mal auf Sachen verlinkt, die nichts mit ihm zu tun haben. Rion auch neulich mal. Ich weiß nicht, was da los ist. Er ist einfach Fan. Also MCM, guter Mann, der hat ja jetzt auch da veranlasst, dass es ein Battle gibt zwischen ihm und Kummerkarsten. Kummerkarsten wusste noch nichts davon, es wurde einfach bestimmt. Dumm gelaufen. Mal sehen, ob er kommt, ich glaube ja nicht, aber Überraschungen gibt es immer wieder. Was macht er, wenn nicht? Müssen wir da niemand das zuholen, einladen? Nein, der ihn vertritt? Das ist alles schon abgeklärt, wenn er nicht kommt, der Kummerkarsten, dann macht MCM ein bisschen Freestyle. Und haut dann Insider-Informationen raus über die ganzen 14. Wusstest du, dass eine von denen, die ist schwanger, aber hat, glaube ich... Durch den Handjob, glaubst du? Durch den Handjob, nee. Das hat damit nichts zu tun. Also es ist irgendwie so eine Dreier-Clique. Es wird immer wilder, ja. Jeden Podcast kann ich hier neue, schmutzige Details auspacken. Also das ist irgendwie eine 13-Jährige, eine 14-Jährige und eine gerade 17-Jährige geworden. Und die ist wohl hochschwanger und das ist ein ganz großes Drama da hin und her. Ja. Wer ist der Vater? Ja. Oder die Mutter? Das ist man ja nicht. MCM nicht, der hält sich schön die Finger davon und Okumakarsten ist immer noch dumm. So, das zum Fazit dazu. Was ist denn diese Woche eigentlich passiert? Wer sind wir eigentlich? Sind wir nicht die Lester-Schwester? Nee, wir sind der, wie heißt der, unser Podcast? Scheiße. Fest und Reisfest. Fluschig und Flup. Kriminal, gemischtes Geschmack, Podum, flott, brennen, irgendwas mit einem Komma oder so, Brennstoff, oder? Leuchtröhre, oder was, ein Punkt, kein Komma, Brenn, Ausrufe, Punkt, Brennpunkt, ja, und dann irgendein Ort,
Weimar. Brennpunkt Weimar. Alter, Brennpunkt, Brennpunkt das ist Weimar. es, ja. Ich denke Brennpunkt auch. Weimar, Willkommen. ein kultiviertes Aloha Kulturautobahn. von der Statue-verseuchten Fußgängerzone. Und wir sind Tino Ranacher Robin und. Nostarafu. Okay, ja. TV. So TV, ganz ungefähr war wichtig. das. Wo wir gerade bei Weimar sind. Holy shit. Brennpunkt Corona in Das Weimar. stimmt, Hast das du die stimmt. Enthüllung gesehen? Enthüllung. Ich weiß nur, dass wieder irgendeine Klassenstufe in Quarantäne geschickt worden Das meine ist. ich gar nicht. Ah, krass, okay. Und zwar gestern oder vorgestern. Und ich mache ja gerade so ein bisschen antifaschistische Aufklärungsarbeit für Jugendliche. Ja. Und da hatten wir wohl auch eine Person dabei, die eventuell Kontakt hatte zu einer Corona-Person. Aber dann hieß es per SMS vor ein paar Tagen irgendwie, ich soll aufpassen. Dann kam der nächste Anruf. Entwarnung, die Person hatte keinen Kontakt zu der Person und ich ja zu der anderen Person auch nicht direkt, nur Entfernung und zwar draußen war ein Gespräch. Deswegen bin ich Corona-frei, zumindest was das angeht. Aber ich war auch zum ersten Mal involviert in solch eine Corona-Geschichte. Aber es war nichts. Tino, 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 da kommst du hierher. Du bist ja ein sehr alter Mann, du bist Das war ja mein auch Trump-Cosplay eine gerade. Risikogruppe. Ja. Nee, das meinte ich gar nicht, Tino. Es gab eine Enthüllung. Diese Klasse, von der du gesprochen hast, die war nicht zufällig blind. Nein. Okay. Denn es gibt die großartige Enthüllung auf dem Marktplatz in Zeiten von Corona. Gibt es jetzt die Stadt Weimar als Tastrelief? Ja, man kann die quasi jetzt so Ja, anfassen, kenne ich. so eine kleine Miniaturstadt, wo alle ihre dreckigen Ranzgriffel mit ihren Corona- und Schmierfuck-Scheiße, Schmierinfektion, alles da so antatschen können. Und das ist sehr gutes Timing der Stadt Weimar, wenn du mich fragst. Was willst du denn sonst machen für die armen Menschen, die nichts sehen können? Willst du das nur beschreiben mit Worten? Ja. Nein, also das kann man ja machen, ja. Aber also die Blinden, die sind halt eh schon eine Weile blind. Die können auch noch ein halbes Jahr drauf warten. Nö, wenn die aber in die Stadt wollen. Ja, können sie doch. Ach Nee, die so. wollen das doch vorher abklären. Das ist wie für uns Nicht, dass die Google irgendwo Maps. davor laufen, meinst du? Ja, genau. Das Ja. ist ihr Google Maps quasi. Da können die drauf tasten und wissen, aha, ich kann ungefähr 3 Finger breit gehen, bevor ich an eine Laterne krache oder bevor ich ins Rathaus reinstürme aus Versehen. Na gut. Darfst du nicht vergessen. Da können wir das in Kauf nehmen, dass die Leute da alle dran rumtatschen und dann ihre Finger in den Mund nehmen und alle anhusten und räudig Wenn die sind. aber blind sind und haben keine Hände, müssen die mit ihrer Zunge da wahrscheinlich langfahren. Das wäre gefährlich, wenn die mit der Zunge das Relief anteasen Das müssten. stimmt. Ich glaube, die Schnittmenge an Handlosen und Blinden, die ist auch relativ hoch. Da muss man aufpassen. Es gibt sie. Auf jeden Fall. Wollen wir noch irgendeine Scheiße erwähnen, bevor wir zu den Sachen kommen, die eigentlich diese Woche war? Also Weimar technisch weiß ich jetzt von nichts, außer dass wir Zwiebelmarkt haben jetzt Ja, demnächst. was ist ein Zwiebelmarkt eigentlich dieses Jahr? Da werden Zwiebeln verkauft. Nicht mehr, oder? Mehr Also nicht, kein Alkohol. für euch Ausländer da draußen, die uns gerade zuhören, Zwiebelmarkt, das größte Volksfest in ganz Thüringen, der Aber in absolute ganz Wahnsinn. Thüringen. Gera eingeschlossen Boah. und Gotha eingeschlossen. Und Apolda Aber auch. Apolda erst. Huiuiuiui. Und Gangloff Sömmern. Keiner kann uns schlagen. Obwohl Apolda sogar einen eigenen Zwiebelmarkt hat, ne? Haben sie Huiuiui. geklaut von uns. Ja. Naja, also wir wissen nicht so ganz, wie das jetzt vonstatten geht. Eigentlich ist das immer das Groß-Event. So groß, dass ich letztes Jahr lieber einen 48-Stunden-Stream gemacht habe. Hier die Bilder. Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. Muss auf jeden Fall auch mal wieder so ein Event geben, aber. Zum Zwiebelmarkt heißt es, dass meine wundervolle Mitbewohnerin Julka jetzt ein Jahr hier wohnt. Und das ist alles, was zum Zwiebelmarkt zu sagen ist. Ja, mehr eigentlich nicht dieses Jahr. Ja, Also kommt cool. nicht nach Weimar, lohnt sich nicht. Geh lieber nach Apolda zum Zwiebelfest. Ja. So, Leute, wir kommen ja nicht drum rum. Wir kommen nicht drum rum. Was ist diese Woche alles Wir haben passiert? eine Liste Holy von shit. Themen, eine besser und schlechter als die andere. Ich würde gerne anfangen mit dem Hashtag der Woche. Und zwar ist das führe ich jetzt mal spontan ein, Hashtag Hoden-Covid. Was kann das Okay. bedeuten? Naja, dass wieder jemand dumm war und weiß ich nicht, ja? Ja, das stimmt. Reicht noch Hoden. nicht ganz aus, aber es geht in die Richtung. Und zwar gab es wohl. Jemand hat an Eiern geleckt, der Papst hat an Eiern geleckt und dabei hat er sich mit Corona infiziert. Das wäre witzig tatsächlich. Ob das geht, weiß ich gar nicht. Naja, wenn die vorher angehustet wurden.
Die Hoden, dann kann das sein tatsächlich, ja. Deswegen beim Gangbang aufpassen, schön verhüten und die Hoden erst desinfizieren vorm Ablecken. Ja. Nee, ich habe dann recherchiert und es das heißt wohl, dass eine Corona-Infektion auch die Hoden angreifen kann. Ei. Dass man impotent werden kann, beziehungsweise kann das impotente Störungen hervorrufen. Und jetzt läuten von allen Die Männern Glocken. die Alarmglocken und auch von allen Menschen mit Hoden, gibt ja auch Frauen, die Hoden haben. Jetzt klocken von allen Menschen mit Hoden die Alarmschenkelknochen. Ja. Glocken. Ja, ich habe auch heute nochmal gelesen, dass 90% der Corona-Überlebenden auch Nachwirkungen hat. Ja. Das ist schon gar nicht so ohne. Und auch Jim Parsons, also der Darsteller von Sheldon Cooper und sein Ehemann, hatten auch beide Corona. Die hatten auch beide Hoden. Haben auch beide Hoden tatsächlich. Also sie Ja. haben eine sehr hohe Hodenquote in ihrer Ehe. Ja. Und sie haben beide gesagt, huiuiui, dass man so krasse Symptome haben kann, hätten wir nicht gedacht. Also sie hatten ja echt krassen Geschmacksverlust und haben gar nichts mehr geschmeckt. Aber das passt ja jetzt, weil alle, die The Big Bang Theory gucken, haben ja auch Geschmacksverlust. Richtig, ja. Das Jetzt können passt Sie es echt mal ganz gut. nachvollziehen. Ja. Jetzt können wir endlich nachvollziehen, wie es unseren Fans ging, viele Jahre. Wie es ist, seinen Geschmack zu verlieren. Also ich weiß das, seit wir diesen Drecks veganen Kuchen gemacht haben. Kannst du schmecken? Ich kann schmecken gerade, ja. Das ist sehr gut. Nach wie vor, das ist eine große Meldung. Ja. Ja, das ist natürlich ganz toll, Hoden-Covid. Ja. Aber ich wollte eigentlich auf Trump hinaus. Jetzt schon, ja? Dachte ich. Naja, Uiuiui. es ist die Nachricht der Woche. Ich mache ja immer hier tolle Wortspiele im Podcast, ja, und schreibe ja ins Thumbnail ganz tolle Titel. Und Coronel Trump hat sich halt sowas von angeboten. Das Also setzt es sich schreibt sich durch. von Ja, selbst. ja. Und das ist So, meine Damen und echt Herren. so, meine Damen und Herren. Was war da denn los? Also Coronel Trump, es ist confirmed, Donald Trump hat Corona. Tatsächlich, ja. Und also die Story geht eigentlich noch viel weiter. Auch bei der, da kommen wir gleich zu, ne, die Debatte und so, habe ich ja auch die Woche geguckt und so. Eigentlich sollte er vor der Ba Debatte getestet werden, kam aber zu spät. Man munkelt jetzt mit Absicht vielleicht, ja. Aber ist das Ergebnis so schnell da? Es gibt ja in Amerika Schnelltests für die Ah, Elite, Tino. toll. Sind nicht alle solche Plebs wie wir, die da irgendwie, vielleicht kriegt man die dann in den Arsch gesteckt, was weiß ich. Geil. Irgendwas ganz Tolles. Und Leute, wir kommen nicht drum rum. Das ist jetzt vielleicht eine amerikalastische Folge, aber wir haben ja immerhin auch über MCM und den Zwiebelmarkt gesprochen. Allgemein, So. Politik ist heute ein sehr großes Thema, leider. Wenn ihr nicht interessiert seid an Politik, dann könnt ihr ja einschalten bei Gemischtes Hack oder so. Die reden dann wieder über irgendwelche Drogen und Alkohol und Wow, Ficken. kreativ. Ja. Oh. Ja, Und du hast schon also. angesprochen, Trump hat den besten Virus aller Zeiten. Ja, Ja. keiner hatte mehr Viren als er. Tremendous, fucking Ja. tremendous, also wirklich. Obama hat auch kein Corona, ja, muss man auch dazu sagen. Trump hat Corona, das Ja, ist hat er ihm großartig. was voraus. Ja. Also erstmal Disclaimer vorneweg, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das überleben wird. Ja. Wir haben das auch in der Oase besprochen, wo man sich reinkaufen kann. Also es ist ja ein Unterschied zwischen ich wünsche jemanden den Tod und Es wäre nicht so schlimm. es wäre nicht, ich würde jetzt vielleicht nicht traurig sein, wenn da jemand von dannen geht. Aber Trump, der soll natürlich überleben, der soll seine gerechte Strafe bekommen und irgendwann im fucking Gefängnis landen. Das wäre natürlich Idealszenario. Aber ich muss sagen, die letzte Woche, die fühlt sich echt schon wieder an wie ein fucking Monat. Das stimmt. Der Oktober hat gerade erst begonnen und was es für Nachrichten gibt. Aber egal, bleiben wir erstmal bei Donald Trump. Also den Tod wünsche ich ihm auch nicht. Auch aus vielen Gründen. Erstens, weil er ein Mensch ist. Man wünscht keinem den Tod. Er soll ganz alt werden und gesund sterben. Und ich dachte mir aber auch, wenn er jetzt doch sterben sollte, würde er ja einen riesen Tamtam kriegen irgendwie. Oh, der Präsident ist im Märtyrer. Amt gestorben und so. Und er hat gekämpft für Amerika. Kriegt ein riesiges Begräbnis. Alle kommen sie. Das ist ja auch jetzt nicht, weiß ich nicht, was man Trump jetzt irgendwie zuschreiben sollte. Er wird sowieso ein großes Begräbnis bekommen, wenn er mal stirbt, ja, weil er ja Präsident gewesen ist, jetzt mindestens 4 Jahre. Und er wird so oder so bekommen. Aber wenn jetzt während der Amtszeit stirbt, wäre das ja so ein riesiges Ding Ja. für ihn so. Und das, also ich will nicht sagen, das gönne ich ihm nicht, aber eigentlich nicht so. Aber eigentlich gönne ich es ihm nicht. Ich gönne ihm den Tod nicht. Ich will, dass er ewig lebt, damit er nie ein Begräbnis bekommt, was pompös ist. Ewig im Gefängnis. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Er ist gerade im Krankenhaus, in seinem typischen Walter Reed Hospital wieder.
Und seine Frau ist auch positiv auf Corona getestet. Trotz der Debatte mit Biden ist Biden negativ getestet worden. Da gab es einen kleinen Aufatmer in der amerikanischen Politik. Aber seine ehemalige Weiße Hausberaterin Kellyanne Conway, die wurde jetzt auch positiv getestet. Also da ist ein Superspreader unterwegs im Weißen Oh. Haus. Währenddessen Joe Biden direkt alle Attack-Ads, also alles, was halt Präsidentschaftswahlwerbungen sind, die Trump direkt angreifen, hat er komplett zurückgezogen, als diese Nachricht kam. Währenddessen hat wie sagt man, die Kampagne von Trump E-Mails rausgeschickt, in denen drin steht, ja, Sleepy Joe Biden, der versteckt sich bestimmt schon wieder ganz jämmerlich in seinem Keller. Und währenddessen wird Trump ins Krankenhaus eingeliefert. Ist schon ganz witzig. Also, das war ganz, ganz nice zu beobachten, wie das Weiße Haus so gesagt hat, ey, dem Präsidenten, oder erstmal, ja, der Präsident ist positiv getestet worden, hoch. Ihm geht's super, ja, er ist quiekfidel. Ja, er ist ein bisschen schläfrig, aber ihm geht's sehr gut, so. Und dann, huch, er ist im Krankenhaus. Stand Samstag, ja, also ihm geht es offenbar wirklich gut und er hat nur so ein paar leichte Symptome, so ein bisschen wahrscheinlich Halsschmerzen, Schnupfen, so ein bisschen wird vermutet, aber mehr auch nicht. Aktuell. Zum Glück. Er ist im Krankenhaus, also es muss schon einen Grund dafür Eine geben. Vorsichtsmaßnahme habe ich gelesen. Ja, ne, wie das immer so ist. Ich gehe mal in den Bunker, war auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Also ich glaube nicht, dass man sehr früh schon sagen würde, ihm geht's richtig scheiße, Ja. wenn es so wäre. Ich glaube, man würde dann eher so sagen, okay, jetzt ist er tot. Huch. Aber es kann sein, dass diese Corona-Sache ihn jetzt doch mal pushen wird, nach oben. Und er kam vielleicht deswegen zu spät, weil wenn er jetzt getestet worden wäre, hätten sie seine Masche versaut, dass er ja positiv getestet wird. Er hat es vielleicht überhaupt nicht. Weißt du? Ja, Das passt ja auch rein ins das habe Bild. ich am Anfang auch noch für möglich gehalten, aber spätestens jetzt, wenn er wirklich im Krankenhaus ist, je mehr Leute daran beteiligt sind, desto unwahrscheinlicher ist das irgendwie, das geheim zu halten. Also am Anfang dachte ich wirklich, weil sie bei der, die wollen jetzt die Debatten ein bisschen abändern, dass du die Mikrofone ausmachen kannst, wo man Ja. auch gleich noch zukommen, warum das nötig ist. Und könnte ja sein, dass er zum Beispiel da überhaupt keinen Bock drauf hat oder generell auf die Debatten keinen Bock mehr, weil er hat nicht so gut abgeschnitten. Und deswegen sagt er, okay, ich bin positiv getestet, Leute, okay, Ich ich bin hab's jetzt raus. besiegt, ich bin super cool. Also das wird in jedem Fall sagen, ey, so schlimm war's doch gar nicht. Ich habe hier tremendous, tremendous recovery hinter mir, ja. Richtig lächerlich. Aber ja, also der hat halt die beste medizinische Versorgung der Welt. Der wird schon nicht abtreten, obwohl er fett ist, Alt ist, alt ist, hässlich ist. orangene Haut hat. Ja. Also der ist schon hart Risikogruppe, Ja. kann man sagen. Aber trotzdem ist er jetzt vergleichsweise jetzt kein Mensch, der jetzt irgendwie total krank ist oder irgendwie kränklich ist oder verschlafen. Vermutlich. Er Er frisst halt wirkt echt ja. sehr viel Fastfood, ne? Ja, aber das machen ja viele Amerikaner und trotzdem werden die jetzt auch nicht Und alle trotzdem so sind erst jung. 200.000 tot. Das geht ja noch. Eben, also es ist doch voll noch im Ja. Rahmen. Und Joe Biden ist ja viel älter als Trump. So. 3 Jahre. Ja, das ist viel in dem Alter. Das ist viel in Jahren. Ja. Ja. Du sprichst Joe Biden an. Sein Das war ja Kontrahent. zufällig die zweite Person, die auf der Bühne stand bei der ersten Live-Debatte, die ich eigentlich die ganze Zeit verfolgen wollte, aber jetzt steht das natürlich in den Sternen, ob da überhaupt noch welche kommen. Also selbst wenn er wieder regeneriert ist, man weiß es nicht, ob man ihn dann direkt wieder auf die Bühne schickt. Keine Ahnung. Aber die erste Debatte ist vorbei und Heidewitzka, Ich habe sie auch gesehen, was ja. ein Shitstorm. Also wirklich, das ist ja einfach nur Scheiße gewesen. Und viele Experten haben auch das so eingeordnet, dass es keine Debatte gab, die so durcheinander war, so niveaulos. Es Es ging war der um Clown, reinste also Kindergarten, Alter. es wurde zum ersten Mal auch der aktuelle Präsident als Clown bezeichnet und so. Viele historische Dinge sind passiert. Sie haben sich nicht ausreden lassen gegenseitig. Trump hat ein bisschen mehr unterbrochen, so. Trump hat 128 Mal unterbrochen in 90 Minuten. Und wenn man davon ausgeht, dass er ja die Hälfte davon ungefähr, oder 90 Minuten, sagen wir 40-40 und 10 Minuten der Moderator ungefähr so. Das heißt, Trump hat 40 Minuten selber Zeit, in der er reden konnte und 40 Minuten, in denen er nicht reden konnte. Ja, Und in durfte. dieser Zeit hat er ja quasi 128 Mal unterbrochen. Das ist hart. Das ist richtig hart.
Das heißt, irgendwie hatte das ausgerechnet, irgendwie alle 23 Sekunden ist er Joe Biden ins Wort gefallen. Und das war nicht das Einzige, was daran bedenklich war Nee, in dieser also ganzen er wurde Debatte. hat auch ganz oft nachweislich gelogen, hat längst überholte Thesen rausgeholt und beiden Sachen vorgeworfen, die gar nicht mehr stimmen. Trump hat sich selbst widersprochen in ganz vielen Punkten, sogar im selben Satz teilweise, als es um seine Steuern ging zum Beispiel. Die erste Das Frage. ist ja noch die News der Ja. Woche davor gewesen. Da kommen wir gleich nochmal ausführlich Er wurde dazu. ja auch gefragt dazu, wie viele Steuern er gezahlt hätte im Jahr 2016 und 17. Und der erstmal so, Millions. I paid Ja. millions and millions. Und Ja. später hieß es dann, es war doch nicht so viel. Aber daran ist Biden schuld und die Demokraten, die haben Und dafür gesorgt, dass ich so verbrecherisch sein darf und Steuern sparen ich kann. bin voll clever, wenn ich Steuern spare. Also das ist Genau. wirklich ein bisschen gegensätzlich, was da passiert ist. Und aber eigentlich das Härteste, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist dieses Condemn White Supremacists, also das Verurteilen von weißen Herrenrasslern. Und das wurde er relativ direkt gefragt vom Moderator, der übrigens von Fox News war, aber noch der kritischste, Chris Wallace. Und der hat gesagt: Hier, sind Sie hier bereit, die weißen Herrenrassler zu verurteilen? Und er sagt: Sure. Und dann sagen sie: Okay, mach. So, dann, also sag halt in einem Satz: Ey, Leute, White Supremacy finde ich nicht gut oder sowas. Und er tänzelt da drum rum und sagt: Okay, wie soll ich die nennen? Wie soll ich die nennen? Was wollt ihr von mir? So, und labert halt, und dann fängt er an mit: Aber die Antifa, die ist ganz schlecht. Genau, Die ja. macht eigentlich die ganze Scheiße. Und er umschifft es so hart und sagt dann stattdessen Proud Boys, was halt so Stolze Männer, so, ja. richtig stolze Männer, aber halt, also. Ein bisschen debattiert wird da noch, ob das jetzt eins zu eins die White Supremacists auch so sind oder ob die halt irgendwie so eine Vorstufe sind. Egal, sind auf jeden Fall keine coolen Leute. Ist so eine Vereinigung und sagt: Proud Boys, stand back and stand by. Also so, haltet euch bereit Genau, mäßig. ja. Und Was sie jetzt auch als Catchphrase aufgegriffen ja. haben für ihre Flaggen und T-Shirts. Ja, absolut. Übrigens, da können wir den Bogen spannen. Der Gründer der Proud Boys, der ist nämlich Gavin McInnes, den du hier neulich ins Rennen geschickt hast. McGuinness, Das ist der, der sich den der Dildo in Bierbrauer. den Arsch geschickt hat, um zu beweisen, dass er nicht Ach, der ist homophob ist. das? Der hat die Ach, Proud Boys wie gegründet. lustig. Ja, der war früher auch ganz, ganz oft bei Fox News und hat Interviews gegeben. Und jetzt schiebt es sich irgendwelche Dildos in den Arsch. Ja, kann man so sagen. Der hat in seinem Leben viele gute Dinge gemacht. Ja. Mama ist stolz. Richtig. Worauf ich auch noch hinaus wollte, ist ein witziges Highlight. Trump hat betont, wie gut er ist, weil er Football zurückgebracht hat. I did that. I brought back football. Ja. Und Wrestling, Und muss man Wrestling. auch sagen. Ja. Wrestling, Wrestling das ist ist natürlich für dich systemrelevant. ganz geil. Ja. Oh shit. Ich krieg ja gerade Breaking News rein. Oh ja. MCM schickt mir Fotos mit negativen Smileys. Oh, Oh, aber fuck. drei rote. Ah, shit! Steigen die Infektionszahlen. Corona. Weimarer Land schränkt Feiern und Veranstaltungen ein. Oh, shit, Alter. Thüringenweit steigen wieder die Corona-Zahlen. Besonders hart trifft es das Weimarer Land. Dort hat das Landratsamt jetzt Konsequenzen gezogen und eine neue, strengere Allgemeinverfügung veröffentlicht. Vor allem private Feiern und Volksfeste sind davon betroffen. Außerdem wird Kontaktverfolgung intensiviert. Bei Verstößen sind Bußgelder bis 25.000 Euro möglich. Holy Die cow. neue Verfügung gilt vorerst bis, 4. Oktober? Bis Ist doch morgen, morgen, ist ja ja. dumm. Also Es für ist, euch hä? heute. Das ist vom 17. September, Alter. Was geht denn ab, Breaking MCM? News, Breaking News. Oh. Und das zweite ist das gleiche, wa? Ja, das Weimarer leider verbietet Ziel, Kontakte vermeiden. Dumm. Hintreffen kann, ich hab Blasen, Robin. Voll zum Kotzen, aber übelst hart. So ein behinderter Scheiß, das regt mich übelst auf, Alter. Es geht mir so auf den Sack, immer mehr neue Regeln rein. Was soll denn der Kack, Alter? So, was ist richtig zum Kotzen? In dem Artikel steht drin, das gilt vorerst bis zum 4. Oktober. Das ist morgen. So, wieder ein Problem gelöst. Danke. Auf So, einmal sagst du Danke. ja, danke für mich. So,
Ja, er hat Fußball zurückgebracht, nee, Football natürlich. Und das ist super geil. I'm very proud of myself, hat er literally gesagt. Also wirklich eine großartige Debatte. Das waren die 200.000 Toten wert. Ja, und also das ist wirklich, es war, wenn man, also ich habe es ja am Stück gesehen, aber stell dir vor, das ist so, du gehst so in den Raum und du siehst, alles brennt, alles explodiert und du gehst ganz schnell wieder raus. So hat sich das angefühlt. Dieses Dazwischenreden, dieses ganze Tohuwabohu, ganz, ganz schlimm. Aber ich freue mich auf die nächste Debatte, sollte es die Wenn geben. es eine geben sollte. Es gibt jetzt am nächsten Dienstag, gibt es noch die Debatte zwischen den Vizen, Mike Pence versus Kamala Harris. Die wird ihn wahrscheinlich in der Pfeife rauchen. Das ist auch so ein Kollege, der ist so urchristlich, der hat gesagt, er kann nicht in einem Raum alleine sein mit einer fremden Frau, die nicht seine Ehefrau ist. Da muss immer noch jemand anderes dabei sein. Wie, Ich was weiß heißt nicht, muss? sonst holt der Satan irgendwie ihn ab oder vielleicht führt er ihn in Versuchung. Ich weiß es Ist das nicht. jetzt sein Glaube, dass Ja. er das so oder von Gerichts wegen muss Nee, immer nee. jemand dabei sein, wenn er eine fremde Es Frau ist antrifft? keine Gerichtsauflage. Es ist eine Auflage Gottes. Vor Der allem, will was das heißt so. fremde Frau? Sind da auch seine Nein, Mutter nein, ist, betroffen, ja, das weiß ich gar nicht. seine Ui, Schwester vielleicht? das weiß ich nicht. Das ist eine richtig gute Frage. Also ich glaube, er darf nur mit seiner Ehefrau. Lest euch selber rein. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Das habe ich jetzt auch vor 1, 2 Jahren erst. Aber lobenswert finde ich, dass er da so drauf Das ist achtet. wirklich ganz, ganz toll. Wirklich. Sehr fortschrittlich. Sie wird ihn auf jeden Fall in der Pfeife rauchen. Übrigens, andere Sache in der Rauchen ist Richtung. nicht gesund, ne? Rauchen ist sehr ungesund, aber andere Sache, die dazu passt, der Führer des Senats, der republikanische, den habe ich ja auch schon öfter erwähnt, Mitch McConnell, der weigert sich seit 25 Jahren erfolgreich bei Debatten mitzumachen, die von einer Frau moderiert werden. Das geht nicht, Warum? weil Frauen schlecht sind. Die können nicht moderieren. Die sind von ihren Gefühlen geleitet. Ah, Die können da aber nicht er wohl gerade neutral nicht, sein. oder? Nee. Oh Gott. Ja. Ja, also ich respektiere ja Amerika so ein bisschen auch für ihre Freiheit, ja, so dass sie Ja. alle machen, was sie wollen. Aber irgendwie führt das auch zu Situationen und Denkweisen, die ich langfristig für schwierig finde. Wenn man seit 25 Meinst du? Jahren sich verweigert, mit Frauen zu arbeiten, dann ist doch irgendwas nicht Nicht mit richtig. Frauen zu arbeiten. Man möchte nur nicht von einer Frau in die Schranken gewiesen werden, weil man wie Trump dazwischen redet bei einer Debatte. Ja? So, weil die ist nämlich mit ihren Gefühlen, die kommt dann an mit ihrer Handtasche und dann sagt die, ich habe gerade keine Lust zu moderieren, ich Erstmal blute. Schminki Schminki machen. Ja, genau. Kann ich So. völlig nachvollziehen, ja. Alter Schwede, wir sind es halt komplett übergangen, aber eigentlich war das, bevor Trump Corona positiv war, die News. So, seine Steuern wurden jetzt Ja. endlich, also eigentlich geleakt, die sollten eh veröffentlicht werden, aber das hat geschliffen, oh, it's done when it's done, bla bla. Und jetzt wurde es veröffentlicht, 2016 und 2017 oder 17 und 18, ich weiß gerade nicht, hat er, weißt du, wie viel er gezahlt hat? Du weißt es schon. 750 Dollar, 750 Dollar. nicht 1000 Dollar. Das ist natürlich, weil er so viele Einbußen hat, ja, in seinem, also ich bin dann auch immer in den konservativen Foren unterwegs und da wurde das dann gleich zurechtgebogen. Aber der Punkt ist entweder, es ist legit, dass er so wenig Steuern zahlen muss. Das heißt, er hat übelst viel Ausgaben, ja. Und seine Geschäfte laufen nicht so gut, wie er sagt. Und er Ja. hat ja selber gesagt, oh, I paid millions and millions in Steuern. Und zeig doch mal. Nee, doch nicht. Oder aber, er lügt und betrügt. So, eine Sache zum Beispiel gab es, seine Tochter ist irgendwie Vorstand bei so einer Beraterfirma, irgendwas. Und da ging es auch um 100 Millionen, die da quasi hin und her geflossen sind. So, ich lasse mich jetzt mal von meiner Tochter beraten. Oh, das kostet mich 100 Millionen. Dann kam raus, dass er für seine Frisur im Jahr 70.000 Dollar aufwendet. Was für die Frisur? Ja. Das ist aber kein guter Deal. Das ist wirklich kein guter Deal. Oh, weia. Und ja, 750 Dollar ist irgendwie nicht so viel. Da kann er mir 1000 Dollar geben, das mache ich ihm besser. Ja, Glatze, einfach Glatze, Mann. Würde ihm stehen. Es gibt so Ja, Fotomontagen, er mit kenne Glatze ich. und so einem Bart. Das sieht richtig gut aus. Kann sich der Tino richtig rein verlieben in Nee, den da, nee, Trump. nee, nee, das nicht. Das ist überhaupt nicht. Aber ich habe Es sieht besser aus auf genau, es jeden sieht Fall. besser aus und seriöser vor allem, Ja. als das, was er jetzt hat, dieses blonde Ding da oben drauf.
Es ist halt auch so wenig Haar, ne? Und so Sehr ganz komisch. dünn, Es ist ja. so ganz komisch, weil das so, es ist ja so drüber gekämmt, aber es ist irgendwie so dieses nach vorne irgendwie. Das ist sehr dünn, aber gleichzeitig sieht man nicht so ganz, wo entspringt dieses Haar, was ich da Ja, gerade sehe. Das ja. ist ganz komisch. Ja, seine Steuern. So. War auf jeden Fall ein Riesending für 2 Tage und dann hoch. Das war ja auch noch so eine Sache. Die Melania-Tapes wurden veröffentlicht, die quasi. Also reden wir jetzt von. Sextapes? Ich hoffe nicht. Also ich bin auch im Stream zum Schluss gekommen, dass ich wohl Sex mit ihr haben wollen würde, wenn ich mir das aussuchen könnte, weil sie First Lady ist. Aber ich finde sie selbst sehr unattraktiv. Das ist schon ein bisschen. Aber nein, solche Tapes nicht. Es geht um Audiotapes, wie sie zum Beispiel sagt, oh, dieses scheiß Weihnachten, ich muss es halt machen hier im Weißen Haus, ich muss mich darum kümmern, ich habe überhaupt keinen Bock, scheiß Weihnachten. Und andere Sachen. Das war für 1 Stunde Nachricht und dann kam raus, er ist positiv getestet. Haben auch die Leute gesagt, dass das halt jetzt Ablenkung ist, aber Naja, ich ne, finde jetzt, das sich ist über wirklich Weihnachten sinnvoll. aufzuregen, jetzt nicht so schlimm Ja, tatsächlich. es geht noch weiter. Ich habe mir das jetzt nicht in voller Länge angehört, aber es ist schon. Also früher hieß es immer Free Melania, die arme Frau unter der Fuchtel von Trump. Aber diese Tapes zeigen halt, im Grunde ist sie genau das Gleiche. So, darum geht's halt. Ein Biest. So ein bisschen, genau. Ist sie Muslimin vielleicht insgeheim, dass sie Bestimmt. deswegen Weihnachten nicht feiern will? Bestimmt, ja. Oder Nee, weil was sie ist man böse da? war, Die kriegt sie ist keine doch. Geschenke? Die ist doch hier aus Usbekistan. Alter! Neuer Dingsfilm. One. Borat. Gibt es? Ach. Am 23. Oktober auf Prime Video Das gibt darf er es noch. den neuen Borat-Film. Das ist hart. Ich lese gerade so viele Interviews von Comedians wie Bully Herbig und so und Otto, die alle sagen, die würden ihre alten Sketche nicht mehr machen, aufgrund Ja, von weil Stereotypen. das Deutschland ist und weil die ihre Schnauze halten sollen und eh nie witzig waren. Ja, doch. Also Schuh des Manitou war schon Ach, geil. das findest du witzig, Ja, ja, wenn die sich übelst. so über Schwule lustig machen. Nein, Aber Hatschi, aber nein. Hatschi. Die Homosexuellen waren in seinen Filmen immer die Guten. Die Idioten waren immer die anderen. Die Aha. weißen alten Männer, das waren meistens die Bösewichte. Wie Santa Maria. Bei Schuh des Manitou, der war ein weißer alter Mann, der war böse und die Homosexuellen, der schwule Indianer, war der Gute. Aber So. Traumschiff Surprise, verstärkt das nicht Stereotype? Es greift sie auf jeden Fall auf, aber auch da sind sie die sympathischen Helden im Film. Na Und es gut. gibt viele Homosexuelle, die diese Filme feiern tatsächlich. Und ich kenne auch sehr, sehr viele Homosexuelle, die das feiern. Und ich kenne ganz wenige, ich habe noch echt noch. Real, noch keinen getroffen, der gesagt hat, irgendwie, ich finde das irgendwie scheiße, was Bully Herbig da gemacht hat. Wird es auch geben, aber ich kenne jetzt keinen. Okay, ich habe nur ein bisschen provokant nachgefragt, weil ich das auf Twitter vor 1, 2 Wochen gesehen habe, dass die Leute sich halt über diese Homo-Darstellung aufgeregt haben. Aber vermutlich waren das dann auch wieder Leute, die selber nicht schwul sind. Kann ich natürlich über Twitter jetzt nicht sagen. Aber die gibt es ja auch, diese sehr divenhaften, femininen, homosexuellen, die so sind, wie Bully Herbig das da darstellt. Es hat ja auch eine gewisse Komödianz, ja, eine gewisse Komik, die aber auch sympathisch ist. Und ich finde nicht, dass sie in den Filmen irgendwie bloßgestellt werden, diese Menschen. Ich glaube, dass sie eher sympathisch dargestellt werden. Das sagt Bully Herbig auch selber. Na gut, dann will ich dir mal verzeihen. Das könnt ihr auch anders sehen, liebe Leute. Ja, sind ja der Podcast, der Meinungs Pluralität. Da dürfen alle behaupten, was sie wollen. Wir müssen eigentlich langsam zu einem richtig großen deutschen Thema kommen, aber egal, wir müssen noch ganz kurz sagen, neuer Borat-Film habe ich Bock drauf. Habe noch eine kurze Trump-Meldung, eine ganz kleine, die letzte, und zwar, dass Trumps Sohn sich aus Versehen als schwul geoutet hat. What? Und dann hat er sich einen Dildo in den Arsch geschoben. Nee, viel schlimmer. Er hat sich nur versprochen. Er hat Ah. nämlich irgendwie gesagt, I'm a part of the queer community. Aber wollte eigentlich sagen, ich bin irgendwie dafür, so, ich bin Ah. irgendwie Teil der Bewegung und will das irgendwie unterstützen. Hat aber formuliert, er wäre schwul. Und dann Aber dachte für eine halbe Stunde die ganze Welt, dass er irgendwie queer ist, bi oder keine Ahnung. weißt du, welcher Sohn? Nicht zufällig dieser 12-Jährige da, Nee, nee, oder? nee, der Nicht nicht, nee. Baron. Der weiß gar Da. nicht, was das ist, wahrscheinlich. Eric gibt's, Donald Trump Jr. gibt's, weißt du, welcher das war? Keine Ahnung. Okay. Ich habe nur so ein Bild gesehen. Alle dumm. Okay. Das war übrigens auch noch so ein Low. Da hat Trump den Sohn angegriffen von Biden in der Debatte. Der erzählt halt von seinem toten Sohn Beau,
der Militärdienst geleistet hat und kein Loser und Sucker war und so. Und dann fängt er halt an, was für dein Sohn, was, Bo, nee, ich meine den anderen, ich meine den anderen, der hat Drogenprobleme. Der wäre ja unehrenhaft entlassen worden Ja. aus dem Militär, was gar nicht stimmt in der Form. Also das sind viele, viele falsche Behauptungen passiert und viele Lügen wurden erzählt, was aber die Menschen vor dem Fernseher wahrscheinlich wenig kümmern wird. So, die Ja. Trump-Fans werden das übelst feiern. Um vielleicht Deutschland, nicht Deutschland, um vielleicht Amerika abzuschließen, noch zwei Sachen dazu, das habe ich ganz vergessen. Er hat gesagt, es braucht jemand, der die Polls watcht, also die Wahlen. Das heißt, er hat quasi so indirekt dazu aufgerufen, dass so Milizen sich dahinstellen und gucken, was so passiert beim Wählen und die Ja, Leute ein bisschen einschüchtern. geht ja eigentlich. Also Hoch. man darf ja auch bei Wahlauszählungen zuschauen. Ja, so über die Schulter schauen, wenn die Leute ihren Zettel ausfüllen. Nee, das nicht, aber beim Auszählen darf man das. Ja, aber da, also so wie er es meint, das heißt halt, dass sie vor dem Gebäude stehen und vielleicht, wie das schon in Pennsylvania passiert ist, einfach die Leute nicht reinlassen. Egal. Und das Letzte, in Texas wurde jetzt beschlossen, dass es pro County nur eine Box geben darf, wo man die Wahlzettel reinwirft. Das heißt, es gibt Counties, da sind 500 Leute, die teilen sich ein so eine Box. Und es gibt ein County, da wohnen 4,7 Millionen, die sich eine Box leisten, teilen. Wie soll denn das gehen? Tja, das ist die Frage. Und das ist nämlich Voter Suppression. Da könnt ihr jetzt auf jeden Fall mal den Vergleich zu Deutschland ziehen, wie schlimm es uns hier in Deutschland geht. Das ist absolut, also das ist für mich so mindblowing, dass das okay ist, das zu tun. Bei uns gibt es ja für jede Straße ein eigenes Ja. Wahllokal, kann man sagen. Das ist wirklich finster. Egal. Und dann, bevor wir zu diesem wirklich krassen deutschen Thema kommen, wo wir einiges zu besprechen haben, das ist eigentlich auch wieder so eine News der Woche, die aber komplett untergeht, weil so viele andere Sachen sind. Ich war erstmal verwirrt, denn ich habe die Überschrift gelesen: Many Water Bodies Found on Mars. Und ich dachte erstmal, was wurde da Ja, jetzt für was? Körper? Wasserleichen, Ja, ja. irgendwie sowas. Nein, Water Bodies, also Hohlräume mit Wasser drin quasi oder Hohlräume, in denen auf jeden Fall Wasser drin war. Ganz viele wurden da entdeckt. Das ist ja auf jeden Fall auch nochmal, ne? Zum Thema Aliens, ne, von vor 2 Wochen oder letzte Woche, weiß gar nicht mehr. Ja. Da haben wir ja gesagt, es ist offen. Was war das, Uranus oder so, wo Venus. Venus? Venus war es, genau, Venus war es vor 2 Ausgaben. Ja. Die Außerirdischen kommen noch dieses Jahr. Ich sag's dir. Das wäre das große Finale. So Ende Ja. Dezember landet hier ein UFO. Silvester, so noch kurz vorm Countdown, kommt so ein UFO hier gelandet und nimmt alle mit. Alter, ich bin so drin. Ich bin so drin, das muss ich noch sagen. Ich habe halt nach der Debatte, habe ich so eine Art Fiebertraum gehabt wie Trump. Da habe ich Game of Thrones aufgegriffen. Trump hat mit einem Drachen Joe Biden gegrillt. Also, was, Alter? Ich muss mich damit vielleicht weniger beschäftigen. Würde mich nicht wundern, wenn das noch passiert. Ja, das wäre auch ein gutes Finale für Dezember. Dass Joe Biden gegrillt wird. Lecker. Das Jahr hält noch einige Überraschungen für uns auf, glaube ich. Apropos Überraschung. Jules. Hildmann. Attila Hildmann wurde auch überrascht vor seinem Restaurant in Berlin, glaube ich, war das. Und ist verprügelt worden. Echt? Von zwei irgendwie Kritikern, Hildmann-Kritikern. Erzähl. Ich will nicht sagen, dass das irgendwelche radikalen Leute sind oder irgendwie, keine Ahnung, bösartig. Sie waren nur Hildmann kritisch und haben ihn verwackelt. Es geht ihm gut. So, er hat so ein paar Kopf- und, glaube ich, Beinverletzungen, aber nichts Dramatisches. Und die beiden Männer sind wohl auch verhaftet worden, waren alkoholisiert. Und das war so eine kleine Meldung, wo ich dachte, okay, ich bin nicht überrascht, dass das passiert. Hildmann war es bestimmt irgendwie, aber ich war es nicht. Findest du das gut? Um die ProSieben-Doku zu zitieren, kein Kommentar. Oh, Tino, welche Pro-7-Doku denn? Huiuiui, das ist mein Thema, Leute. Ich habe von ganz vielen Leuten Nachrichten bekommen, so von wegen, ich freue mich auf den Brennpunkt. Tino wird sowas von sich ein abwichsen auf diese ProSieben-Doku. Und es Ja. ist einfach so. Hast du sie gesehen? Ja. Also auf ProSieben gab es am Montag eine Reportage, die hieß Deutsch-Rechtsradikal. Rechtsdeutsch radikal. So eine Art, genau. Und
Da hat sich so ein ProSieben-Reporter Timo oder Thilo Thilo Mischke. Mischke, ja, danke. Du bist informiert, ich nicht. Das ist mein Thema. Ich steck da so drin. Ist mir doch egal, wie der Typ heißt, der das gemacht hat, aber da hat sich irgendwie 1,5 Jahre in der rechten Szene rumgetummelt und hat dann mit irgendwelchen, hat mit Faschisten gesprochen, mit Neonazis vom Dritten Weg und hat irgendwelche rechten YouTuber interviewt und die begleitet. Das ist alles scheiße, das ist alles blöd, das erzählt alles nicht. Der hat nämlich vor 10 Jahren mal ein Buch geschrieben, das hieß In 80 Tagen, in 80 Frauen um die Welt. Und der ist ein mieser Sexist und deswegen ist das überhaupt nichts wert, was der da gemacht hat. Ach so, das wusste ich auch nicht. Ich Aber bin gut zu heute wissen. Twitter. Gut zu wissen. Also Cancel. Cancel Thilo Wischke. Mischke. Ja, also die erste Stunde oder so, die geht, glaube ich, 2,5 Stunden oder 2 Stunden, die Doku, die Reportage. Und erst geht es halt nur, was man halt schon weiß, so Rechtsradikale sind halt judenfeindlich und wollen Menschen irgendwie, was weiß ich, einsperren und sind halt Re Nazis, so. Das war ja klar. Ich fand wirklich die erste Hälfte so ungefähr, fand ich echt fast ein bisschen belanglos. Ja. Ja, okay, also die Radikalen, die machen dann Festivals. Oh, boah, Alter, mind blown, das habe ich ja noch nie gehört. Und singen da Nazi-Texte und so. Und dann wurde irgendwie so ein 17-jähriger Neonazi gefragt, irgendwie, ob für ihn jedes Leben lebenswert ist. Da hat er gesagt, na klar. Dann fragt der Reporter auch jüdisches Leben. Dann war die Antwort, kein Kommentar. So. Oder er war in einem Neonazi-Merch-Shop-Lager, wo dann so T-Shirts und Beutel lagen und hingen, wo HKN KRZ drauf war, wo ich jetzt persönlich Hakenkreuz lesen würde. Aber natürlich haben ja die Neonazis gesagt, oder die vermeintlichen Neonazis, dass es Zufall ist, dass man ein Hakenkreuz sieht. Man kann auch andere Dinge darin lesen, wie Hakan Kreuzigung oder irgendwas, keine Ahnung. Kreuzberg, das ist Und ein das auch, genau. hippes Berliner Viertel, das hat er gesagt. Sie haben so ein paar Sachen irgendwie aufgezählt, die man da reinlesen könnte. Und I Love NS. I Love Natursekt könnte man auch lesen, zum Ja. Beispiel. I Love Nationalsozialismus, auf keinen Fall. Das ist ja weit hergeholt bei Neonazis. Und solche Sachen halt, die eigentlich, die man weiß. So. Ja. Und dann gab es die Sache, die mich persönlich, ich weiß nicht, ob ich überrascht war oder nicht. Aber ich war zumindest einigermaßen schockiert, denn es gab dann eine rechte YouTuberin, die sie begleitet haben, also eine ehemalige rechte YouTuberin. Die hat gegen den Islam gehetzt aufgrund ihres Feminismus, weil sie halt sagte, dass Frauen im Islam unterdrückt werden und so. Daraus hat sie quasi ihren Islamhass so rausgeholt und hat da gehetzt auf Demos und YouTube-Videos. Und für die Doku wurde sie jetzt begleitet und war bei einer AfD-Veranstaltung und da hat man ihr irgendwie angemerkt, dass sie sich sichtlich unwohl gefühlt hat. Sie wurde ständig vorgeführt, irgendwie wurde in Kameras gehalten, oh, wir haben auch eine hübsche Frau hier. Und die wurde überall in die Mitte gestellt und so und hervorgehoben, was ihr nicht so gefallen hat. Und am Ende gab es einen kleinen Zusammenbruch, so einen emotionalen Zusammenbruch, wo sie meinte, sie hat die Schnauze voll. Spoiler, Tino. Ich kann ja auch erzählen, was nicht passiert ist. Nee, ist ja okay, also wenn wir es eh zusammenfassen. Ja, so kurz zumindest. Also es gab viele tolle Infos, so, die man vielleicht so vorher nicht wusste. Aber was mich halt überrascht hat, war diese YouTuberin, die dann Ja, quasi. der Moment ist ja, der hat ja auch das Kamerateam und den Moderator hat ja auch überrascht. So, das ist ja der Punkt so ein Genau, bisschen. ja. Dass sie damit nicht gerechnet haben, dass sie plötzlich irgendwie zusammenbricht und sagt, ich habe da eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf hier, dass ich ja rumgereicht werde und Sachen vertrete, die mir dann doch viel zu radikal sind. Und nicht nur das, auch sie hat herausgefunden, dass sie zu einem Zehntel irgendwie jüdische Abstammung ist. Das hat sie irgendwie öffentlich gemacht und seitdem wird sie auf YouTube auch jetzt gehasst und bekommt jetzt quasi ihren eigenen Hass zurück. So, ja, du Judensau und so. Und es hat sie verzweifelt und ihre Kinder werden jetzt irgendwie gehasst von allen Seiten, was sie voll schlimm findet. Und so ist sie mehr oder weniger dann abgetreten aus der rechten Szene und steigt aktuell aus und bereut vieles und hat sich dann auf so ein geheimes Treffen eingelassen mit dem AfD-Bundessprecher, dem damaligen, von der Bundestagsfraktion. Und die haben ihn dann quasi heimlich gefilmt und aufgezeichnet. Und haben ihn so ein paar Sachen rauslocken wollen, was aber nicht schwer war. Das heißt, sie musste ihn gar nicht richtig lenken, sondern er hat von sich aus so Sachen gesagt wie, wenn Migranten nach Deutschland kommen, ist es gut, weil dann geht es Deutschland schlecht. Und je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Dann kriegen wir mehr Stimmen. Das heißt, wir müssen die eigentlich alle ins Land lassen und wir können die am Ende immer noch erschießen oder vergasen oder wie du willst. Und das war eine Aussage, wo ich dachte,
Alter Schwede, der AfD wird ja sehr oft der Nazi-Knüppel übergezogen. Und ich war auch manchmal, dass ich dachte, okay, vielleicht sind die gar keine echten Nazis. Vielleicht sind die echt irgendwie demokratisch und wollen eigentlich, sind nur sehr, sehr flüchtlingsfeindlich. Aber dass jetzt ein Bundessprecher der Bundestagsfraktion der AfD wirklich ausspricht, wir wollen die vergasen und erschießen, ja, also das können wir machen, das schließen wir nicht aus, das fand ich dann doch sehr hart zu hören und sehr schockierend. Aber du hast es ja nur im Gedächtnisprotokoll gehört. Das Das ist mussten die ja schreiben. mein, ja, natürlich, weil wir haben das ja nicht aufgenommen. Wir haben uns das nur hinterher gemerkt, wie es da gesagt wurde. Wir haben Genau. doch das nicht illegal aufgezeichnet. Aber mein größter Gedanke dabei war, fuck auf die Anzeige und auf den fetten Lawsuit, der da hinterherkommt. Kann sein, dass vielleicht ProSieben als Sender da was dagegen hat, von mir aus, aber eigentlich müsste man, wenn man das wirklich so ernst meint, und das Thema ist ja wichtig so, müsste man dann drauf scheißen, dass es da eine Anzeige gibt und das unzensiert zu machen. Weil Herr Rodes hat so im Vorfeld gesagt, ich glaube, das sorgt jetzt dafür, dass es mit der AfD so ein bisschen vorbei ist, oder er hat zumindest die Hoffnung. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, dass es einfach 10-mal mehr Impact gehabt hätte, wenn das unzensiert veröffentlicht würde. So sagt halt jeder dumm Mensch so, das ist gefaked, das ist gar nicht so passiert, das sind ja gar nicht die echten Stimmen, die da sprechen. Von dem Typen und Lisa Lucentia oder wie sie heißt. Deswegen, das finde ich finde es ein bisschen schade, dass das halt so jetzt passiert ist. So hat es halt einfach für viele Leute nicht den Impact, den es haben müsste. Das ist, glaube ich, nicht das Problem tatsächlich. Ich glaube schon, dass das ernst genommen wird und auch weder die Ja, AfD aber noch der. denk dich doch mal jetzt nicht in jemanden rein, der du bist, sondern in jemanden, der bei Pegida vorne mitmarschiert. Der wird sich halt denken, oh, Fake News, das ist schlecht, das ist ja übelst bearbeitet, das ist nicht wahr. Ich wollte es gerade Die sagen, holst du da nicht. nicht mal die AfD-Fraktion oder der betroffene Bundessprecher ehemaliger, nicht mal die haben das ja irgendwie beteuert oder irgendwie gesagt, es wäre gelogen. Ja, aber Sie haben das ihn ja. interessiert doch die Oma bei Pegida nicht. Das meine ich doch. Die beschäftigt sich soweit überhaupt nicht damit. Aber wenn das unzensiert und dann überall in den Medien, Alter, hier, zack. Ich würde schon sagen, lieber macht man das irgendwie korrekt, rechtlich und bietet keine Angriffsfläche der Reportage, als irgendwie dann, dass die AfD die anzeigen könnte oder dieser Tilo anzeigen könnte. Denn dann lenkt er ja ab. Kann er ablenken von dem ganzen Thema. Oh, die haben mich heimlich aufgezeichnet, die haben mich in eine Falle gelockt, wie mit jetzt hier HC Strache und so weiter. Das war ja so ähnlich, dass er dann sich als Opfer darstellen konnte. Das war er jetzt in dem Fall aber nicht, weil alles rechtens war. Maybe. Und Ich wie glaube gesagt, trotzdem, dass die es erreichen sollte, dass es, wie du gesagt die hast, haben es dass eh es nicht halt hier nicht gesehen. so ein Kreiswichsen ist, ah, wir haben es immer gesagt, AfD ist böse. Das bringt ja nichts. Man will ja eher Leute abholen, die potenzielle AfD-Wähler sind oder schon AfD-Wähler waren. Und ich sage einfach nur, dass das vielleicht ein bisschen schmälert, wenn man das so Das wird, macht. glaube ich, eh nicht passieren. Ich denke nicht, dass sich AfD-Wähler diese Doku ansehen werden. Die werden im Vorfeld sagen, das ist nur Propaganda und links, grün versifft und radikal. Das schaue ich mir gar nicht erst an. Ich glaube, also es ist meine Ansicht, dass diese Reportage viel mehr Menschen erreichen soll, die der AfD so neutral gegenüberstehen. Also ich habe das Thema ja auch oft mit Herodes und anderen Leuten, so auch aus der Oase. Da ist ja oftmals so dieser Tenor, ich finde die AfD auch scheiße. Aber man darf ihnen ihre Meinung nicht verbieten, man soll sie einfach reden lassen. Und ich finde, dass sich die Doku eher an die richtet, weil diese Doku ihnen sagt, halt, die AfD ist halt nicht eine normale Meinung, die wollen das Dritte Reich zurück, oder zumindest Einzelne wollen das Dritte Reich zurück von denen, und die wollen konkret Menschen vergasen und erschießen. Und das ist eher, glaube ich, das Ziel der Reportage. Und die vertrauen ja schon eher darauf, dass diese Aufnahmen authentisch sind. Und das ProSieben ja im Zweifel, selbst wenn es heißen würde, dieser AfD-Fraktionssprecher oder die AfD selber würde die jetzt irgendwie anzeigen wegen Verleumdung, das hätte gar nicht gestimmt, hätten sie ja die echten Aufnahmen, die sie ja vorzeigen könnten im Zweifel. Aber es weiß die AfD und es weiß auch der Bundessprecher, der ehemalige, also Bundesfraktionssprecher, er weiß, dass er das geäußert hat, weswegen es auch keine Distanzierung davon gab. Es gab nur jetzt die Konsequenzen, dass die AfD ihn endgültig rausgeworfen hat. Er war wohl jetzt schon länger nicht mehr Bundesfraktionssprecher. Da zu dem Zeitpunkt war er wohl noch aktiv, aber jetzt inzwischen eh nicht mehr. Und es gab Einzelne, die auch jetzt gesagt haben, sie lösen ihre Fraktionen auf. Also es gab schon auch Reaktionen drauf von der AfD.
aber für mich nicht genug. Und trotzdem hat Gauland und so gesagt, es wäre wieder ein Einzelfall gewesen, er spricht gar nicht für uns. Das finde ich viel kritischer, dass sie halt gesagt haben, ja, er hat das gesagt, aber es ist ein Einzelfall mal wieder und wir können nicht jeden kontrollieren. Dabei ist er Bundesfraktionssprecher gewesen. Das ist nicht irgendein Thorsten Sven Jens, der irgendwie Plakate klebt für die AfD. Nein, der war Bundesfraktionssprecher für viele Jahre. Der war seit 2014, glaube ich, in der Partei. Und da lernst du doch so jemanden kennen. Und es hieß ja auch in der Reportage, und das weiß man ja auch, dass dieser Sprecher die rechte Hand von Gauland ist. Und Er hat ja auch dass der mit dem Sprecher, telefoniert, genau, und dass der mit dem Sprecher halt Interview. auch mit Gauland einer Meinung ist. So, und dass er für ihn spricht. Nun, Sehr kritisch. ja, hat auf jeden Fall trotzdem gut Impact gehabt. So, das Internet hat sehr viel darüber diskutiert. Ja. Einen Tag später wurde auf Twitter diskutiert, ob man die Holocaust-Leugnung komplett legal machen sollte. Warum? Wir haben da ja auch schon also wir haben da eine Vergangenheit, sag ich mal, ganz vorsichtig. Aber also legalisieren muss nicht. Muss nicht. Ja, also ich bin ja schon oft bei der Sache so, dass ne, verbotene Früchte schmecken am besten an die Leute, die irgendwie ja, also ich glaube, das wird für die gerade attraktiver, wenn es halt verboten ist, für diese richtig dummen Menschen dann zu sagen, okay, wenn es verboten ist, dann ist das bestimmt irgendwie gar nicht passiert. Ich glaube, dass das schon den Effekt haben kann, dass es das irgendwie pusht. Und irgendwo denke ich ja auch, jeder dumme Mensch kann halt seine dumme Meinung haben, aber es wird halt einfach kritisch, wenn man das öffentlich äußert, so. Die können ja für sich im Privaten trotzdem denken, irgendwie, oh, so viele Juden, hätte man ja industriell betreiben müssen, um das hinzukriegen. Aber es wird halt einfach schwierig, wenn man das dann verbreitet. Und dafür ist das schon vernünftig. So, Ja, ich es weiß gibt gar nicht, so. wodurch das losgetreten wurde, ehrlich gesagt, dass das nochmal zur Debatte stand, einen Tag nach dieser Doku. Ja, es gibt halt schon einen Grund, dass man das verbietet und wir hatten es auch schon mehrfach Ja. als Thema so. Ich bin immer noch dafür, dass man das nicht leugnen sollte. Wie gesagt, es gibt einen Grund dafür und es war ja auch wirklich ein Ereignis, was schrecklich ist und was halt eine Ausnahme ist. Also ich finde auch, dass man Meinungen schwierig verbieten kann, aber wenn es halt dazu führen könnte, dass sich ein Ereignis wie der Holocaust oder die Shoah, wie man eher sagen sollte, Wir sich wollen ja nicht, wiederholt. ja, wir wollen ja nicht, dass es einen Wiederholocaust gibt. Genau. Ja, das stimmt. Ja. Und wie gesagt, guck doch mal in die USA, ja. Wenn du alles sagen darfst, was du willst, führt es halt zu solchen Auswüchsen, dass einer wie Trump Präsident werden kann, weil du alles sagen darfst. Und deswegen Ja. finde ich diese eine Eingrenzung mit der Shoah, dass man die nicht leugnen darf, schon in Ordnung. Ich Meine habe Meinung. überlegt, die Talkshow, in der man die Interviewenfrage löst. Ah. Ja. Kannst du ja mal vorschlagen Nee, für machen wir irgendwelche lieber Projekte, nicht. die du so anstrebst aktuell. Nein. Okay, ich wollte noch mal ganz kurz auf die Lisa Lucentia raus. Witzigerweise habe ich die vor 3 Wochen oder so mal auf Twitch empfohlen bekommen und bin da drauf und dachte, ach du Scheiße, was labert die denn für einen Müll, Alter? Ist das hier auch so eine Rechte? Gleich wieder zu. So, wie sich rausstellt, hat sich da ja scheinbar schon ein bisschen was getan. Die hat jetzt keine 180-Grad-Drehung gemacht, aber die ist jetzt schon AfD-Kritikerin von ihren Videos her, hat jetzt immer ihre Kommentare und Bewertungen aus. Ist ein bisschen schwieriges Thema, also da ist echt krasser Hass in den Kommentaren. Holy shit, ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Also es gab ein Video, das ich gefunden habe, wo die Kommentare an waren und keine schöne Atmosphäre, die da herrscht. Das wurde ja auch in der Doku beleuchtet, dass das, was sie für Hassnachrichten bekommen hat und Hasskommentare. Und sie erträgt das halt nicht so. Und da Ja. macht es schon Sinn, dass man das ausstellt. Aber weißt du, was die Doku bei mir am meisten angestoßen hat, so gedanklich? Da wird ja quasi gezeigt, wie auch junge Leute irgendwie da so ein bisschen abgefischt werden und auch radikalisiert werden. Und es funktioniert ja, ja? Also du kannst ja so young impressionable Kids, kannst du da, jetzt habe ich Kids gesagt, oh shit, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Kids gesagt habe. Okay, Boomer. Ja, nee, es ist echt so. Ich glaube, das ist immer so mein Gefühl. Leute, die anfangen, Kids zu sagen, die sind alt. Deswegen nehme ich das ganz schnell zurück und sage, sexy Buben. Buben. Nee, also, young impressionable people
Und da überlege ich mir, warum schafft man das nicht? Also es ist vielleicht nicht die eleganteste Art, ja, aber warum schafft man nicht eine solche Radikalisierung Nach links. gegenüber, nee, nicht unbedingt nach links, sondern Achso. einfach gegenüber irgendwelchen Riesenfirmen, die die Welt zerstören, ausbeuten. Die 100 größten Firmen sind für 70% vom CO2-Ausstoß verantwortlich. Warum schafft man nicht in diese Richtung eine Art Radikalisierung? Alles, was die Welt kaputt macht, also wirklich, nicht die bösen Ausländer, die die Welt kaputt machen, sondern, weiß nicht, weißt du, dann macht man halt das Feindbild, die großen Firmen oder was auch immer, dass man diese Richtung einfach exakt diese Energie bündelt, ja, die ja da abgreifbar ist in Richtung rechts, aber auf relevante Themen lenkt. Weil es keinen interessiert. Die Menschen Ja, das, fühlen, glaube aber ich, eher einen nee, pass mal auf, Ausländerhass. aber das meine ich ja. Wen interessiert denn, was ein scheiß Ausländer, weil ein Oh. okayer Ausländer macht, ja? Das interessiert theoretisch ja auch keinen, Alter, wenn. Die sollen doch machen, was sie wollen, ist so meine Philosophie, ja? Soll jeder machen, was er will, ist nicht mein Bier, so. Aber du indoktrinierst es ja, ey, die Ausländer, die klauen dir deine Jobs, ja, die kommen ja her, die wollen uns Geh nicht islamisieren. arbeiten. Aber du kannst doch genauso gut sagen, ja, guck doch mal her, die großen Firmen, die kommen hierher, die bauen hier schon wieder einen nächsten Parkplatz oder eine Fabrik und machen hier Holzkohle und so, die kommen hierher. Da Das könnte sind man ja genauso. Deutsche. Naja, nee, nicht nur. Das sind auch die bösen Amerikaner und so. Ja. Die sind ja quasi Wie deutsch. gesagt, das ist nicht die eleganteste Art, aber wenn man schon irgendwie diese Energie hat, dann soll man die halt irgendwie in diese Richtung. Weiß ich nicht. Weißt du, was das ist? Das ist Kapitalismuskritik. Das ist links. So. Das versuchen wir schon seit Jahrzehnten. Also ich jetzt persönlich nicht. Ich bin ja noch nicht so alt. Aber man versucht von links radikaler Seite oder von linker Seite schon seit vielen Jahren die Aufmerksamkeit vom Ausländerhass auf Dinge zu richten, die wirklich Geld kosten, die wirklich uns verarschen. Das sind die Kapitalisten, die Großkonzerne. Das ist doch links. So. Und man schafft es einfach nicht, weil die Menschen sich bestätigt fühlen, wenn man ihnen sagt, der Ausländer, der N-Wort, nimmt dir deinen Job weg. So, der ist der Böse, weil es Ja, einfach, weil es greifbarer ist. den Ausländer siehst du halt, aber die Effekte vom Klimawandel vielleicht noch nicht so genug. Und von den Großkonzernen, das siehst du halt nicht. Ja, aber vor 20 Jahren gab's Insekten, wenn man von Dorf zu Dorf gefahren ist, Tino. Die haben man Das auf der stimmt. Autoscheibe Ja, geklebt. das ist ein Problem. Naja. Ich habe hier noch eine letzte Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, die wird kein Mensch mitgekriegt haben, aber ich fand das ziemlich krass. Es gibt so eine, oder es gab so eine Dame, so eine indigene Dame aus Kanada. Man sagt ja immer, die Kanadier, das sind die ganz netten, ne? Meistens, ja. Ja, und das war jetzt irgendwie so gar nicht nett. Denn die war 37, hat irgendwie 8 Kinder gehabt und sie hat, kurz bevor sie gestorben ist, hat sie einen Facebook-Livestream gestartet. Und wurde quasi übelst von den Krankenschwestern und vielleicht auch Doktoren zu Recht gemobbt. Guck hier an, hier die Hure, kann das Einzige, was sie kann, ist Kinder machen und so. Quasi in ihren letzten Atemzügen hört sie das. Das fand ich irgendwie schockierend, weil ich hatte wirklich auch so ein bisschen Klischeebild. Natürlich nicht, dass alle Kanadier nett sind, aber das ist halt schon. Also, das ist so ekelhaft bösartig, ja. Was hast du davon? Irgendwie da so eine Frau im Krankenhausbett wegzumobben. Aber voll gut, dass sie das gestreamt hat, so dass man das Ja. zeigen konnte. Das kann ja auch zu Konsequenzen führen für das Personal Ja. vor Ort. Tino, was geben wir dieser Woche? Ich habe noch ein paar kleine Oh, Kleinigkeiten. Was sind wir schon was? über der Zeit? Nee, Nee, oder? wir können Nö. ruhig noch, aber ich würde halt langsam Was in die noch mit Richtung. reinzählen könnte, zum Beispiel Jizzes ist im Gefängnis. Was? Jesus. Jizzes, das ist so ein 187 Sperma. Rapper. Ach so, ah, okay, was hat der gemacht? Ich glaube, eine Frau irgendwie geschlagen, geohrfeigt Ach, es und war, es okay. gab noch wohl Waffenbesitz und Drogenzeug, irgendwas habe ich gelesen. Ich habe es nur am Rande verfolgt. Und Jizzes ist ja ein aktuell sehr bekannter und erfolgreicher Rapper. Und deswegen ist es, finde ich, eine wichtige Meldung, dass er jetzt für ein paar Monate ins Gefängnis muss. Dann ist in China die Pest ausgebrochen. Ein Dreijähriger ist an Pest gestorben. Ach, die wirkliche Pest? Ja. Das ist ja ungünstig. Ja, eben. Es würde nicht eine Pandemie reichen. Ja, wollte gerade sagen, geht's los? Und was auch losgeht, ist jetzt die Suche nach
dem Atommüllendlager. Da gab es doch jetzt so ein Modell, so ein ganz in den Berg reingebautes, ganz tiefes. Wo waren das? Das allererste ganz große, ich weiß es nicht. Gab es auf jeden Fall, hab ich so eine Zeichnung gesehen. Das sah aus wie der Hive von Capcom. Hier bei die Umbrella Company, die so ganz tief in den Boden reingeht. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ah, okay. Ja. Naja, Das das. gab's noch und ich will ja antreten, das kann ich auch jetzt verkünden. Ich bin ja Kandidat für die Partei für die Landtagswahl Ach, du bist bei Die Partei? Das hast du 2021. ja noch nie erwähnt, Tino. Richtig, richtig. Ich oute mich hiermit und ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, das Atommüllendlager nach Weimar zu holen. Dass wir auch was beitragen können, was Weimar West, Positives. weil du hast ja Weimar West. Schöndorf. Okay, wollte ich gerade sagen. Ja. Man muss aktuell sein. Ich finde, Weimar West hat sich ein bisschen gemacht. Ja. Schöndorf und Weimar Nord finde ich jetzt eher die schlimmeren Brennpunkte. Genau, Ja. nicht so wie unserer. Und es gab noch eine lustige Falschmeldung. Ich habe auf Facebook ganz oft gesehen, dass Abtreibungsgegner Bilder gepostet haben von Kindern, die in so einer Art Mixer drin waren, weißt du, in solchen Glasgefäßen, wo sie dann so die Arme hochgehoben haben und die Schwestern lächeln so irgendwie in die Und Kamera. dann werden die püriert Und da oder gab es was? dann so irgendwie, das ist die Zukunft, die Liberale haben wollen, Abtreibung nach der Geburt, dann werden die hier geschreddert. Das Ja, haben die ja. ernsthaft geglaubt. Und jetzt habe ich mal recherchiert, was es eigentlich ist. Und da gibt es eine tolle Seite, die heißt Mimi Karma. Und die klären immer so ein bisschen auf über Fake News und liefern Quellen und wo so Fakes auch herkommen und warum. Und die haben rausgefunden, dass das halt irgendwie so ein Röntgengerät ist, dass kleine Kinder einfach sich nicht bewegen sollen, während sie geröntgt werden. Und in diesen Gefäßen können sie halt stillhalten. Das noch dazu, das fand ich halt sehr witzig. Das ging so ein bisschen viral, auch in WhatsApp-Gruppen und so für Karens. Aber so ein Fötus-Smoothie, der hat schon was. Ist nahrhaft, garantiert. Ja. Macht ja jung, Adrenochrom, Stichwort. Für die Potenz auch, ja. Weil das Kind ja erst frisch aus dem Penis rauskam. Das hat Es ja auch hat so noch weiche so Knochen. weiche Knochen, genau. Ist ganz entspannt. Hat noch so eine Grundpotenz drin. Tino, wir geben dieser Woche eine 9. Ja, ich denke auch. Schön, dass wir uns da Das einig hatten wir sind. sehr lange Ich nicht sag's, wie es mehr. ist. Wenn Trump stirbt, ist es mindestens eine 9,5. Eigentlich müsste es sogar eine 10 sein. Eine 11. Aber wir haben ja gesagt, eine 10 wäre Dritter Weltkrieg. Eigentlich will man ja nicht, dass eine 10 kommt, ja. Nee, Aber wir natürlich als wenn. sensationsgeile, ne, Unfallstarrende, wir wollen natürlich, dass die 10 kommt. Also bitte. Aber für schöne Sachen, dass der Ja. Weltfrieden ausbricht. Der Das Weltfrieden wollen wir bricht aus. erleben. Der Weltfrieden bricht aus, die Regierung beschließt, dass alle Geld bekommen, dass Geld abgeschafft wird. Eins von beiden. Entweder Geld abschaffen oder alle kriegen Geld. Ja, bedingungsloses Grundeinkommen. Trump tritt zurück und sagt, er ist kerngesund, geht ins Altenheim und kuriert seine Kernbehindert. Demenz aus. Das wären noch schöne Nachrichten, wenn alle gesund sind und nur noch Menschen an der Macht sind, die lieb sind und nett sind. Schön. Das ist doch ein tolles Schlusswort. Zur 86. Brennpunktausgabe. 86, noch 4 Ausgaben bis zur 90 und 14 Ausgaben bis zur 100. Holy shit! Wir müssen uns langsam was überlegen, was wir zum Staffelfinale machen wieder. 90. Ausgabe, Ja, das wird groß. wenn ihr Vorschläge habt, gerne in die Comments, Ja. wie man auf Neusprech sagt. Wir dachten ja mal, Neusprech. Ist nicht Neusprech die Sprache bei 1984? Wie heißt es da? Nee, das heißt ich habe anders. keine Neu Ahnung. irgendwas. Weiß ich gerade nicht mehr. Egal. Ja, du hast. Ja, nee, wir hatten ja mal geplant, vor Live-Publikum zu podcasten, was aber aktuell schwierig ist. Ja, und jetzt, wenn auch die Pest noch weltweit ausbricht, ist schwierig, ja. Ja. Ist wirklich schwierig. Was auch schwierig ist, ist zu verstehen, was ich sage bei dieser lauten Ja, Musik es im ist so Hintergrund. laut. Wir müssen Au! abbrechen, glaube ich. Die Regie spielt Au, unseren au! Themensong ein. Au! Golly, Leute, haltet euch golly. die Samstage im November frei. Ich sag's, wie es ist. Zumindest von 20 bis 22 Uhr. Tschüss! Krass, krass. Au! Au, die Musik, Tino, meine Ohren! Kannst du hören? Nicht mehr.